mal liposomales Vitamin C selber herstellen. Das kennt ja jeder, das kann man kaufen im Internet und überall. Und es ist fast nicht zu bezahlen. Also man zahlt sich dumm und dämlich, aber man kann es ganz einfach selber herstellen. Ich meine, man braucht ein paar Sachen dazu. Das zeige ich euch schnell. Ich werde euch jetzt nicht erklären, was da genau passiert. Ich bin kein Chemiker oder ähnliches. Aber ich weiß, wie es funktioniert, wie es gemischt wird und dass es gut ist für den Körper. Und man kann es leicht nachmachen. Man braucht auch verschiedene Gegenstände, einen Mixer zum Beispiel oder einen Mixeraufsatz fürs Rührgerät oder einen Thermomix. Dann braucht man so ein Ultraschallbad, das mindestens 600 ml fassen sollte. Ich habe jetzt hier eins von einem Discounter, das hat ungefähr 20 Euro gekostet und es reicht völlig aus für den Anwendungsbereich. Dann brauchen wir Sonnenblumen-Lecithin und Vitamin C-Pulver. Jetzt das hier. Dann brauchen wir einen Kunststofflöffel und ein bis zwei Esslöffel. Einen Messbecher mit 350 ml gefiltertem Wasser drin oder weichem Wasser. Also man kann auch stilles Wasser kaufen, wenn man nur Leitungswasser zur Verfügung hat. Also wir haben die Umkehrosmoseanlage. Wie gesagt, man braucht erstmal 350 ml weiches Wasser. Das habe ich jetzt schon mal abgemessen im Vorfeld. Dann stelle ich die Waage auf 0. Und dann müssen wir 60 Gramm Sonnenblumenlecithin da hineintun. Das machen wir jetzt mal. Naja, so genau geht es nicht. So, und jetzt tun wir das mit der Kunststoffgabel, einem Kunststofflöffel umrühren, dass sich schön auflöst. Ich tue es jetzt leicht mit dem Löffel umrühren. Und wenn ich das dann grob habe, dann tun wir es in den Mixer rein und tun es fein rühren. So, besser geht es jetzt nicht mit dem Löffel. Ich gebe es jetzt in unseren Mixer rein. Und den lassen wir dann auf leichter Stufe, auf kleiner Stufe laufen. Für 3 bis 5 Minuten. So, das reicht völlig aus. So, jetzt lassen wir es mal eine Zeit lang laufen. 5 Minuten. Und es ist ganz wichtig, dass das sehr gut aufgelöst ist, dieses Sonnenblumenlecithin. Umso besser wird dann die Qualität des Endprodukts. So, die 5 Minuten sind jetzt um. Wir stellen jetzt den kompletten Behälter mit der Mischung in den Kühlschrank. Für einige Stunden, am besten über Nacht. So, das Lecithin war jetzt über Nacht im Kühlschrank. Das müssen wir jetzt nochmal 3 bis 5 Minuten bei gleicher langsamer Geschwindigkeit rühren.
Die 5 Minuten sind jetzt um. Okay. Jetzt müssen wir nochmal 200 ml weiches Wasser abmessen. In den Behälter reinkippen. Ich habe da noch einen zweiten zufällig. Oder einfach einen Messbecher mit Vitamin C verrühren. Für 600 ml liposomales Vitamin C, was wir jetzt hier herstellen wollen, brauchen wir 30 Gramm Vitamin C Pulver. Ich habe jetzt das hier gefunden. So, jetzt mal 35, macht nichts. Viel hilft viel. Dann tun wir den Behälter runter mit dem Sonnenblumenlecithin und stellen den mit dem Vitamin C drauf. Das kann man natürlich auch mit einem Kunststofflöffel umrühren in einem normalen Messbecher. Okay, ein Deckel noch drauf. Und wieder 5 Minuten in gleicher Geschwindigkeit aufrühren, bis kein Pulver mehr am Boden des Bechers zu sehen ist. So, 5 Minuten sind wieder um. Abschalten. Jetzt kommt die letzte Runde. Ich kippe das Vitamin C jetzt ins Sonnenblumenlecithin rein. Jetzt haben wir gut gerührt, da sind keine Pulverreste mehr am Boden. Was kommt jetzt? Das gleiche wieder. 5 Minuten bei niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit. Das tun wir jetzt anständig verrühren und dann kommt es ins Ultraschall-Reinigungsgerät rein. So, Lecithin und Ascorbinsäure sind jetzt 5 Minuten verrührt. Und jetzt kommen sie ins Ultraschallbad rein. Die Verkapselung dauert jetzt mindestens 30 Minuten. Ich habe jetzt hier ein günstiges Gerät, das kann man auf 480 Sekunden einstellen, das sind 7 Minuten. Also muss ich es 5-mal neu starten und immer wieder mal mit einem Kunststofflöffel umrühren. Schäumen wie verrückt. Okay. Ja, gerade das Neipost. So, Deckel drauf. Und los geht's. Blubbert leicht. So, das lassen wir jetzt 35 Minuten laufen. Und dann ist es auch schon fertig. Dann müssen wir nur noch die Flasche abfüllen. Wir haben liposomal verkapseltes Vitamin C hergestellt. Der Schaum muss untergerührt werden. Das ist ganz wichtig.
So, das schauen wir schon weniger, noch ungefähr 20 Minuten. Im Idealfall ist er ganz weg und dann ist die Verkapselung abgeschlossen und wir sind fertig. Ich habe jetzt das Ultraschallbad 35 Minuten laufen lassen. Jetzt ist es fertig. Das erkennt man daran, dass die Substanz nahezu blasenfrei ist. So wie hier, so muss es aussehen. Das erreicht man durch ständiges Rühren, nicht ständig, aber alle paar Minuten umrühren. Und wenn es dann so aussieht, dann ist es fertig. Jetzt müssen wir es nur noch ins Glas abfüllen, in eine Flasche. Und dann in den Kühlschrank. Und das ist eine Woche mindestens haltbar. Ein Esslöffel liposomales Vitamin C enthält ein halbes Gramm Vitamin C. Ich nehme dreimal täglich zwei Löffel davon ein. Zwei Esslöffel. Dreimal zwei Esslöffel. Dann viel Spaß beim Nachmachen. Eigentlich braucht man nur ein Ultraschallbad. Und ob man jetzt einen Mixer hat oder nicht, kann man sich schon irgendwie anderweitig auch aushelfen. Tschüss. Drei solche Schnapsgläser täglich. Das ist eine vernünftige Menge. Prost.